So, dann gehen wir mal zurück. Ach, diese schöne beruhigende Musik. Sie wiederholt sich zwar immer, aber sie stört mich überhaupt nicht. Ich hoffe, ich sitze jetzt nicht zu weit weg vom Mikro. Da muss ich ein bisschen lauter reden. Wobei, da hat er gerade rot angezeigt. Das war wohl ein bisschen zu laut. So, dann laufen wir mal wieder in den Unterwald. In den Unterwald der Käferwelt. In den Käferwald der Unterwelt. Oh, warum kriege ich das nicht hin? Und durch sind wir. So, falls sich andere Monster auf dem Weg, andere Diener auf dem Weg dahin ergeben, werde ich wieder reinseppen. Bis gleich. Ja, und da sind wir schon, das habe ich schon von Weitem gesehen, dass das ein anderes Monster ist, ein anderer Diener. Ja. Red Reen, dann zeig mal, was du kannst. Ach, mich ärgert auch immer noch diese Kombination, weil es ist immer eine Schwäche vorhanden. Wenn ich gegen den kämpfe. Das war ein wenig unbedacht, als ich das so mir gedacht hatte. Ich dachte halt, dass ich das so machen kann, dass sich Feuer und Erde beißen sich nicht in dem Monster. Aber jetzt kommt es, aua. Das war zum Beispiel der stärkste Wasserzauber. Den man hier erlernen kann. Wäre eigentlich hammer cool für Blue, aber ich will den nicht mit diesem Ding da verschmelzen. Dann hat er drei Köpfe. Und dieser Skin von Blue sieht einfach zu geil aus. Oh Mann, hätte ich... hätte ich das doch bloß irgendwie anders, früher anders gemacht, oder hätte ich mir noch so ein Drachenviech aufbewahrt. Hatte ich ja eigentlich, aber jetzt habe ich es auch noch verwandelt. Ich will doch auch irgendwie hohl. Aber das hätte die Werte von Blue so stark verschlechtert. Das will ich nicht. Und Blue ist eigentlich schon so gut, so krass stark, wie es ist. So. Aber jetzt sehen wir uns erst gleich wieder, wenn wir... Oder auch nicht, aber wenn wir wieder da sind. Oh, ich rede heute einen Schwachsinn. Ey, verzeiht mir das. Bis gleich. So, ich mache nochmal einen kleinen Kampf. Dann könnt ihr einmal nochmal Matrix sehen. Ich level so zwischendurch noch ein bisschen. Madrick, the yellow one. Er verstärkt das doch nochmal alles ein bisschen. Das finde ich sehr nice von dir. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur kurz unseren lieben Madrick so zeigen. Und schon ist er viel stärker. Vielen Dank. Und ja, bis gleich. Ach was, jetzt könnt ihr diesen Kampf auch noch kurz sehen. Und dieses bis gleich. Mir fällt einfach nichts anderes ein. Glim 14. Na schön, dass ihr das doch noch mitbekommen habt. Und aber jetzt bis gleich. Oh, dieses Wort. So, da sind wir auch wieder. Bin schon ein wenig zu weit gelaufen, Entschuldigung. Hier, die Kreuzung. Ich gehe hier vorbei. Ich möchte erst mal rechts. Ja, mein Plan hier noch in diesem Wald ist auf jeden Fall, jeden Diener auf 15 zu bringen und Levant auch auf 15 zu bringen. Und ja, ihr kennt ja, wie das vonstatten läuft. So krasse Probleme hatte Blue ja noch nie. Krass, der hat fast jeden Wasserangriff gerade geblockt. Und dann wurde natürlich der Feuerangriff noch durch den Feldveränderungszauber verstärkt. Und der konnte vielleicht viel Feuerangriffe machen. Heilige! Dafür kriegt Blue jetzt erstmal ein Likör. Ja, darauf gönnt er sich jetzt erstmal was. Ich habe ja genug. So. Ein schwächeres hätte es, glaube ich, auch getan. Aber was soll's. Na, vielleicht finde ich hier doch das andere Insekt, was ich schon haben wollte. Was ich schon haben wollte. Ja, als ich... Nee, es ist leider nicht. Ah, das ist Wasser. Ich will das in Feuer. Ja. Oh, ich liebe es ja, wenn ich mich verklicke, ne? Verdrücke. Jetzt habe ich einmal das Ding mit dem Feuerangriff eingegriffen und dadurch auch noch Mana verschwende, ne? Was soll's?
So, haben wir hier drin eigentlich was? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, hier ist der Skelettschlüssel. Und da laufen wir auch schon in den nächsten Gegner. Sehr, sehr schön. So, rufen wir mal Blue. Der das jetzt erledigen wird. Leute. Ich weiß nicht, was mit diesen Dienern hier los ist, ne? Aber jeden Angriff haben die bis jetzt geblockt. Also, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ha, ha, ha. Ich weiß. Ach, sehr schön. Der war sehr toll, der Witz. Weil wir auch in einem Wald sind. So, Stufe 15. Wäre erreicht. Mein Gott, das geht gar nicht. Jetzt gehen wir erstmal zum Skelettschlüssel zurück. Mal gucken, was der für uns bereithält. Din, din, din. Din, din. Ja, ich könnte euch jetzt auch wieder rausschneiden, aber dann kriegt ihr auch irgendwie gar nichts mehr vom Spiel mit. Und deswegen gehen wir jetzt einmal zurück. Ich hoffe, da ist was Anständiges drin. So, und ich hoffe, dass ich jetzt auf die richtigen Teile hier treffe. Bitte, 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 bitte. Ja! Durch Zufall auch noch gleich reingerannt. Ich die nicht schon? Ach, ich weiß das doch nicht. Habe ich die Wasserviecher noch nicht? Das werde ich ja gleich sehen. Hä, warum? Oh, ich hoffe nur nicht, wenn ich jetzt einen Wasserangriff mache, dass das Ding platt ist. Ne, dann mache ich den Zauber ich lieber nur. Immerhin drei Stufen darüber. Ich glaube, das ist das Mana-Entzugsviech. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Oh, fast hätte ich hatte fast daran vergessen, das zu fangen. Wie kann ich mich denn jetzt nicht erinnern? Ich weiß, dass ich das Wasserteil schon gefangen habe. Gucke ich gleich mal in der Monsterliste. Da bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher. Status? Monsterliste. Wie hieß der Pat irgendwas? Da. Pat Manti. Oh, ich habe wahrscheinlich den nicht in der Wasserform gefangen. Peinlich. Darf man keinem erzählen. Scheiße. Den Falkenkragen. Der ist interessant. Das andere sind, Felsverzauberung. Gucken wir mal das Falkending an. Der Falkenkragen. Aus Falkenfedern hergestellt. Mehr Treffergenauigkeit bei Schlagangriffen. Verschlechtert uns um 1 im Tempo. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das geil ist. Na toll, jetzt habe ich das Wasserding nicht gefangen und es hat die ganze Zeit umgebracht. Oder zu Elrim zurückgeschickt, das ist ja auch geil. Peinlicher geht's nicht mehr, ey. Jetzt finde ich das wahrscheinlich da nicht mehr. Schlimm, das ist einfach nur schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Jetzt darf ich hier nämlich noch 50 Mal bestimmt rumrennen, weil das Teil jetzt nicht mehr da ist.
Leider habe ich nicht mal mehr Glück. Das Wasserviech habe ich aber gefangen, ne? Ja, das habe ich, das weiß ich. Kann ich auch nochmal unter den Leuchtkäfer gucken. Ja. So, ich könnte jetzt gleich schon geradeaus gehen zu unserem Ziel. Aber das will ich nicht. Ich muss mit Levant noch eine Fangstufe aufsteigen. Oh, warte mal, ich schieb mal das Ganze. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Eventuell ein bisschen näher ran an meinen Mund. Dann kann ich mich ein wenig zurücklehnen. Oh. Sonst wird das ein bisschen unbequem. Ups. Ich denke, ihr müsstet mich trotzdem noch laut genug hören. So schlecht ist das USB-Mikro ja auch nicht von mir. Ich weiß gar nicht, waren hier noch andere Diener? Ne, sind nur die in Wasserform, aber die kann ich zum Trainieren benutzen. Jetzt müsst ihr auch noch im Doppelpack auftreten. Da werde ich jetzt mal kurz ein wenig brutaler sein. Entschuldigung. Ich weiß, darf eigentlich ein Kokonmeister nicht, aber das wäre zu krass sonst für Red Green. Das wäre für jeden Diener zu krass. Naja, eigentlich nicht. Hätte ich die ein bisschen anders verschmolzen, dann wäre es nicht so krass gewesen. Oh. Ah, ich glaube, das hätte Red Green auch geschafft. So, jetzt noch ein schöner Angriff obendrauf. Du. Natürlich kaum noch Erfahrung. Das wird noch ein Stück Arbeit hier. Und irgendwie habe ich euch drin gelassen, ne? Das ist ja auch geil. Na, macht ja auch nichts. Aber jetzt werde ich das gleiche nochmal in grün machen, damit unsere liebe Red Green aufsteigt. Uiuiui, der krasse Wasserzauber hat Red Green doch schon ziemlich krass genagt. Das Problem ist, wir werden nachher an einen Boss kommen, wo uns das noch wirklich Probleme bereiten wird, diese Fusionierung. Scheibenkleister. Das ist doch echt blöd. Und hier kommen die immer alle zu zweit. Irgendwie höre ich noch die Käfermusik im Hintergrund. Was ist das denn? Guckt euch mal an, wie schlecht es Red Ring geht. Ich kann die doch jetzt hier nicht in den Kampf schicken. Natürlich nicht so effektiv. Ja, sehr schön. So, jetzt könnt ihr jetzt mal sehen, wie ich diesen Zauber einsetze. Dürfte jetzt nicht mehr ganz so effektiv sein, aber es zieht immer noch ordentlich ab. Ja, sehr schön. Die Präzision hat gegriffen. Ja, ich habe eindeutig noch die Käfermusik im Hintergrund gehört, also von dem Wald. Das war wohl ein kleiner Fehler. Huh. Da, ja, schnell, komm her. Aber echt, ich weiß nicht, irgendwie bin ich verwirrt. Ich hab Squimmel doch schon. Na, ist ja auch jetzt egal. Dann habe ich sie auch hundertprozentig. So, jetzt mach mal bitte einen Präzisionstreffer. Dafür kostet das auch mehr Mana. Ha! So, ich schaffe es gleich. Oder auch nicht. Weil er sich heilt. So, werb. Nein, dann nicht.
auf die Glocke. Meine Güte, wie oft kann er das denn machen? Ja, das war's dann mal, wa? Aber es ist trotzdem nicht geschafft, meine Diener zu vernichten. Leute, das finde ich ganz schön gemein von euch, dass ihr nicht sagt, dass ihr mir nicht sagt, dass ich das fangen soll. Ne, das finde ich echt gemein. Ach, da ist ja Gott sei Dank noch ein Skümmel. Echt, was für eine Gedankenlehre. Lässt man da die ganze Zeit weiter angreifen? Also, wo gibt's denn sowas? Echt. Unglaublich. Bis gleich. Da, da, da. Ja, den habe ich jetzt gefangen. Auch für Fangstufe 15.